Leute, Karl hier, Woche 2, letzter Tag, morgen gibt's Pause. Die haben wir uns dann gut verdient, deswegen fangen wir auch gleich an. Ich mache mal die Übung nochmal einfach. Es kann sein, ich bin heute ein bisschen nervös, ich habe gerade viele Zuschauer hier. Ich zeige mal die einfachen Varianten. Wir machen wieder den Liegestütz. Hier eine einfache Variante, noch einfacher, den Frauen-Liegestütz. Dann die Kniebeugen. Dann schließen Sit-Ups. Und dann noch den Bergsteiger. Das sind jetzt die einfachen Varianten. Wir machen wieder 4 Übungen. A 30 Sekunden, hinterher 30 Sekunden Pause, davon 3 Runden. Heute probiere ich es mal barfuß. Ich würde sagen, los geht's. Diese Alternierenden, die sind nicht nur schwieriger, die haben auch den Vorteil, dass sie die ganze Brust trainieren. Und die sind richtig schwer. Den freue ich mich auf die Kniebeugen. Und ihr seht, wie das Konzept Oberkörper trainieren. Dann direkt hinterher den Unterkörper, das heißt, der Stoffwechsel wird maximal stimuliert. Das Blut muss durch den ganzen Körper zirkulieren, die Lungen und Herz. Wenn ihr schon hört und wahrscheinlich auch auf meinem roten Kopf sieht, muss viel arbeiten. Und hinterher kommen dann noch die Bauchmuskeln. Das sind die zwei verschiedenen Varianten der Schere. Sucht euch die aus, die am meisten brennt. Und ein Bergsteiger. Jetzt nochmal richtig Gas geben. Gegen Ende. Danach gibt es 30 Sekunden Pause. Alle Ergebnisse im Kopf behalten. Da haben wir unser Logbuch für unsere Trainingsfortschritte, dass wir weiterführen müssen. Tief durchatmen. In der ersten Runde brauchen wir das Handtuch hoffentlich noch nicht. Schluck Wasser. Und tiefe Atemzüge. Und ihr werdet merken, diese alternierenden Liegestütze, die bearbeiten komplett Schulter, obere Brust, Trizeps. Schön tief runtergehen, dass man auch hier hinten den Beinbizep und den Po aktiviert. Bauch schön anspannen, Rücken gerade halten und schönes Tempo durchziehen. Thank you.
Und der Bergsteiger zum Schluss. Ich weiß, warum ich den immer vor die Pause lege. Weil er immer noch gut reinzieht. Wenn wir alles aus dem Tank rausholen. Denn nur so funktioniert der Nachbrenneffekt. Nur so können wir das Maximale zu Hause rausholen. Aus den 7 Minuten. Kurze Pause. Zahlen aufschreiben. Ich glaube, heute werde ich beim Liegestützen ein bisschen schummeln müssen, weil die fallen mir heute schwieriger wie sonst. Ich weiß, was Sonntag ist. Und kämpfen. Ich will mich immer, dass sie sich nie bei mir freuen. In der dritten Runde. Schön runter. Tempo halten. Ihr seht schon, ich schaue auf die Uhr. Langsam brennt. Richtig schön in den unteren Bauch rein. Jetzt spürt man wirklich jede Wiederholung. Der letzte Bergsteiger. Jetzt kommen die Schweißtropfen. Das Handtuch repositionieren. Und auf geht's. Schlusssport. Ein paar Sekunden. Jetzt brennen die unseren Bauchmuskeln und die Beine und die Brust und die Schultern und der Trizeps. Okay, ich glaube, wir haben für heute wieder unseren Teil abgeleistet. Ihr wisst, wie es weitergeht. Abonniert bitte hier oben meinen YouTube-Channel. Alle Fragen auf Facebook, like mich, folgt mir auf Twitter, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt und natürlich auch mehr Infos wollt rund um Fitness, Ernährung und Gesundheit. Gibt auch viele Rezepte, viel zur Ernährung. Geht auf karl-s.com für weitere Informationen. Ich hoffe, wir sehen uns hier wieder bald. Bis dahin, ciao.